Es läuft darauf hinaus, aber es sind noch keine Fakten geschaffen, hatte FC Augsburg-Manager Stefan Reuter noch am Mittwoch zu einer Leihe Kostas Stafylidis zu Stoke City gemeint. Jene Fakten gibt es inzwischen. Der FCA verleiht den Linksverteidiger in die Premier League. Und sein neuer Trainer erklärte, wie alles perfekt zusammenfiel. Bis zum Saisonende werde der 24-jährige Grieche auf Leihbasis für die Potters spielen, teilte Stoke City am Donnerstag mit. Fällig wird für den Außenverteidiger eine Leihgebühr im Bereich von 600.000 Euro. Während es für Stucke der zweite Wintertransfer nach der Verpflichtung des Österreichers Moritz Bauer von Rubin Kazan ist, setzt der FC Augsburg mit dem fünften Abgang seine Kaderverschlankung fort. Zuvor hatten bereits Georg Teigl zu Eintracht Braunschweig, Team Rieder, per Leih nach Breslau, Jan Ingfer Kalsenbracker, per Leih zum 1. FC Kaiserslautern und Erik Tommy zum VfB Stuttgart, den Club verlassen. Für Stafylidis ist es eine Rückkehr nach England. In der Saison 2014/15 spielte er als Leihgabe von Bayer Leverkusen für den FC Fulham. In Stuttgart trifft er nun auf etliche Spieler mit Bundesliga-Vergangenheit. Kevin Wimmer machte zwischen 2012 und 2015 67 Bundesligaspiele für den 1. FC Köln, Ibrahim Afelle lief 2012/13 zehnmal für Schalke 04 auf. Xherdan Shaqiri machte von 2012 bis Ende 2014 52 Erstligaspiele für den FC Bayern. Mamed Diouf traf von 2012 bis 2014 in 56 Spielen für Hannover 96 26 Mal. Bei seinem Neustart in Stuttgart wird Stafylidis zudem auf einen neuen Bundesliga-erfahrenen Trainer treffen. Paul Lambert übernahm erst Anfang der Woche das Amt bei den Potters, nachdem zuvor Ex-Bayern-Stürmer Marc Huggers nach einem peinlichen Ausscheiden im Facharzt-Cup gegen Viertligist Hoffen Tri-City 1:2 entlassen worden war. Lambert sei ein genauer Beobachter der Bundesliga, meinte Stuckes Geschäftsführer Toni Scholes, und der Coach sei beeindruckt gewesen von den Auftritten Stafylidis im deutschen Oberhaus. Das unterstreicht der Trainer auch selbst, der Stafylidis als wirklich guten Linksverteidiger mit viel Energie beschreibt. Beim Transfer stand zudem der Zufallpate, wie Lambert verriet. Vor kurzem sei er in Augsburg gewesen, wo er einen früheren Mitspieler aus Dortmunder Zeiten besucht habe, Stefan Reuter. Der FCA-Geschäftsführer habe ihn eingeladen, sich das Training des Bundesligisten anzuschauen. Bei diesem habe Stafylidis bei ihm Eindruck hinterlassen. Anführungszeichen alles fiel perfekt zusammen, lautete Lamberts Transferfazit. Nun ist es am Griechen, diesen Vorschusslorbeeren Taten folgen zu lassen. Nach nur zwei Kurzeinsätzen in der Hinrunde will Stafylidis beim abstiegsgefährdeten Premier League Club schließlich wieder mehr auf dem Platz stehen.
Ich merke, dass ich für meine Entwicklung Spielpraxis benötige. Diese hatte ich leider in der Hinrunde dieser Saison nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, meint er. Ich glaube, dass der englische Fußball mir gut tun wird. Dieser Hoffnung schließt sich Reuter an. Der FCA habe der Leihe zugestimmt, weil wir glauben, dass es für alle sinnvoll ist. Im Sommer gilt es, die Situation neu zu bewerten. Bis 2019 ist Stafylidis noch an den FC Augsburg gebunden.